Sebastian! Sebastian! Papa, wir fahren doch. Ja, warum fragst du? Der Sebastian hat so komisch geredet, als ob... Hat er wieder mal gehorcht. Komm, mein Kind, komm. Setz dich mal her zu mir. Sieh mal, du bist doch ein vernünftiges Mädel. Und dein Papa ist ein geplagter Geschäftsmann. Muss nach Lyon und nach Paris. Wir fahren also nicht. Aber du hast es doch versprochen. Ganz fest versprochen. Clara, komm, komm. Die Reise ist ja nur verschoben. Das sagt er immer. Ich werde Heidi überhaupt nie mehr sehen. Mach mir's doch nicht so schwer. Herr Siesemann. Sebastian, Sie sind ein Esel. Zu Diensten, Herr Siesemann. Mama! Ich scheine ja im richtigen Moment gekommen zu sein. Um es kurz zu machen, ich habe das Unmögliche möglich gemacht. Alles abgesagt, bin die Nacht durchgefahren, da habt ihr mich. Keine Tränen, Clara. Ich komme mit dir. Großmama, wir fahren zu Heidi. Kannst du immer mitkommen. Wenn es regnet, gehen wir in unser Hütchen. Da bist du geborgen. Hey, das gibt's aber nicht. Geißen gehören nicht in die gute Stube. Hey! 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 Mir gefällt, jetzt braucht's eigentlich nicht mehr viel. Ja, denkst du? Da muss mit der Zeit noch eine Wand her mit einem Fenster drin und eine Tür mit einem Schloss. Ich will nicht, dass da jeder rein kann. Und da mache ich... Was machst du? Da mache ich eine Bank her, die um die Ecke geht, mit einem Tisch davor. Und wo nimmst du das Holz her? Oh, das weiß ich schon. Der Alpoi hat gesagt, wenn ich seine Geißen so pflege, dass sie einen halben Liter Milch mehr geben, bekomme ich ein paar Blätter. Und wenn's langt, werde ich dir noch einen Schrank machen. Da gibt's Nötigeres. Was? Soll ich sagen? Da wäre Platz für eine Feuerstelle, aber an die Küche denkt ihr Männer ja nie. Ja, ho. Ich könnte dir dann mal eine Hafersuppe kochen. Oder Kartoffelpuffer. Da kriege ich jetzt schon Hunger. Ein Brief von der Clara. Der Postbote hat gesagt, ich soll ihn mitnehmen. Er ist für dich. Von Ragaz?
Und ich wollte dir nicht schreiben, bevor ich ganz sicher war, dass ich dich besuchen dürfte. In den nächsten Tagen komme ich. Seit wann hast du den Brief? Heute Mittwoch oder Dienstag, was weiß ich. Und heute ist Freitag. Und du, dummer Bub, gibst ihn erst jetzt. Ich muss sofort hinunter. Warum? Vielleicht ist die Clara schon da und ich bin nicht daheim. Lass mich los. Heidi, warte doch, du musst erst noch etwas essen. Heidi! Großmama, bitte hilf mir, Großmama. Ich habe ja gesagt, sie würde zu Hause sein. Heidi, mein liebes Heidi. Ich bin gerannt und gerannt. Der Geisentäter hat vergessen. Nicht so stürmisch, liebes Kind. Zuerst sage mal Frau Sesemann schönen guten Tag. Excuse, aber ich bin noch ganz durcheinander. Wochenlang habe ich auf Sie gewartet und jetzt sind Sie auf einmal da. Die Clara, Fräulein Rottenmeier und Sie, gnädige Frau. Für dich bin ich immer noch die Großmama. Großvater! Großvater, komm schnell! Unser Besuch aus Frankfurt ist da! Da soll ich sitzen? Ja, freilich, da ist es schön. Mit dem Blick über das ganze Tal. Mir ist beinahe, als wäre ich schon hier oben gewesen. So gut hast du uns das alles geschildert. Ach, wie das riecht. So würzig. Nach Gräsern, Kräutern und Ziegen. Grüß Gott miteinander. Seien Sie willkommen, Frau Sesemann. Clara, Frau Rottenmeier. Der sagenhafte Alpöhi. So darf ich Sie doch nennen. Selbstverständlich. Haben Sie es endlich gewagt? Es ist ein ordentlicher Weg. Und Heidi hat Ihnen nicht einmal etwas aufgetischt. Schnell in die Küche. Unsere Gäste haben sicher Durst. Sie trinken doch etwas Milch. Ach ja, wir bitten darum. Mir bitte ein Glas Himbeersaft, wenn Sie das hätten. Es ist kühle Geißenmilch. Dann lieber einen Trunk frischen Wassers. Das kann ich Ihnen geben. Warum ist Herr Sesemann nicht mitgekommen? Und was macht Herr Sebastian? Wie geht es der Dinette? Über all das wird Clara dir ausführlich berichten. Ach. Das ist ein Plätzchen. Wenn Sie mich fragen, gnädige Frau, ist ja sehr hübsch hier. Aber doch recht primitiv, finde ich. Gerade das gefällt mir. So, hoffentlich schmeckt es Ihnen. Herrlich. Die ist bestimmt vom Schwänli und vom Bärli. Heidi, wo sind die beiden? Ganz weit oben auf der Alp. Grüß Gott, Herr Geißhirt. Grüß Gott. Ist das ein Fernrohr? Ja, so eine Art. Genau genommen ein Theodolit. Theodolit? Mhm. Zu Deutsch ein Instrument, um horizontal und vertikalwinkel zu messen. Hast du verstanden? Ja, so ungefähr. Ich habe auch lange gebraucht, bis es kapiert hatte. Da, schau mal durch. Da springt einem ja der ganze Kanton Graubünden ins Gesicht. So kannst du schwenken. Sauber erwischt. Ja, weiß Gott. Zeig doch mal. Herr Zollinger, kommen Sie mal schnell her. Den ganzen Tag hat man die Murmeltiere pfeifen gehört, aber gesehen hat man sie nirgends. Direkt vor dem Baum. Wie hast du das nur so getroffen? Das ist doch keine Kunst, wenn man weiß, wo sie stecken. Was soll das werden? Eine Landkarte. Wir arbeiten bei der Landestopographie in Bern. Verstehst du?